Hallo ihr Lieben, mein YouTube-Kanal hat jetzt tatsächlich die 1500 Abo-Marke schon geknackt. Das ist echt der Wahnsinn. Vielen, vielen Dank dafür. Zu der Tausender-Marke hatte ich euch gebeten, mir ein paar persönliche Fragen zu stellen und die möchte ich euch jetzt in diesem Video beantworten. Viel Spaß! Bist du Neunäher oder Auftrenner? Neunäher oder Auftrenner? Ich glaube, da scheiden sich echt die Geister. Ich bin Auftrenner. Ich hasse zwar, diese ganzen kleinen Fädchen wieder rauszunehmen, weil ich mit dem Nahtrenner da lang gegangen bin, aber es ist mir einfach zu schade um den Stoff. Und im Zweifelsfalle fällt mir dann auch nicht ein, was ich sonst aus dem Stoff machen kann. Also ich bin tatsächlich Auftrenner. Es sei denn, ich habe richtig einen absolut fisseligen, blöden Viskose-Jersey oder überhaupt Viskose-Stoff, wo das mit dem Auftrennen nicht so einfach ist. Oder eine dreifache Naht vorher genäht. Wenn der Aufwand das überhaupt nicht rechtfertigt, dann nähe ich auch mal neu. Gibt es etwas beim Nähen, das du gar nicht gerne machst? Oh ja, es gibt so viele Dinge, die ich beim Nähen eigentlich gar nicht so gerne mache. Und am schlimmsten finde ich immer die Vorbereitung, weil man ist in seinem Projekt so drin und man möchte endlich loslegen und da muss man das Schnittmuster noch vorbereiten, dann die ganzen Sachen rauslegen, die Sachen ausschneiden, dann gucken, ob das mit der Passform hinkommt und bis man dann wirklich sein endgültiges Projekt dann in den Händen hält, das dauert so ewig lange. Also ich nähe sehr gerne, aber die Vorbereitung, die nervt ein bisschen. Was ist deine schlimmste Macke? Was ist meine schlimmste Macke? Mein dieses Bein noch. Ich habe keine Macken. Nee. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, Macken ist, ich räume nicht so sonderlich gerne auf, sondern immer erst dann, wenn ich tatsächlich muss, wobei mein Bürotisch immer sehr, sehr, sehr aufgeräumt ist. Ich weiß nicht, wie ich das im Büro hinkriege, zu Hause aber nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Macke. Ich lasse gerne mal Dinge liegen. Mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee trinken? Oh, einen Kaffee trinken würde ich sehr gerne mal mit. Gute Frage. Ich glaube, mit Ina von Petit Doux würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Die ersten Schnitte, die ich tatsächlich als E-Book gekauft habe, waren die von Petit Doux. Ich glaube, mit der würde ich gerne mal einen Kaffee trinken. Und ja, über alte Zeiten plaudern ist Quatsch, aber so über ihre Näherfahrung. Wie sieht dein perfekter freier Tag aus? Mein perfekter freier Tag. Oh Gott, wann war denn das letzte Mal mein perfekter freier Tag? So könnte mein perfekter Tag aussehen. Viel schlafen. Welche Farbe vernähst du am liebsten und welche so absolut gar nicht gern? Ganz schlechte Frage. Ich habe es letztens schon wieder geschafft. Ich habe zu Pastellfarben gegriffen. Ja, also gerade so ein pastelliges Grün geht gar nicht. Und trotzdem greife ich immer wieder danach. Und wenn ich fertig bin, denke ich so, ich sehe schon wieder aus, als könnten sie mich jeden Moment wieder ins Krankenhaus einliefern. Also ich sollte wirklich die Finger von Pastellfarben lassen. Die sollte ich nicht vernähen. Und was auch gar nicht gut geht, ist so gelb. Alles, was mit gelb ist, ist so überhaupt gar nicht meins. Und ja, ich lasse die Finger von gelb und auch von Pastellfarben. Jetzt habe ich euch einen kleinen Einblick in meine, ja, ganz private Welt gegeben. Wenn ihr noch mehr Fragen habt, könnt ihr sie mir gerne jederzeit stellen. Ich denke, es wird sich die eine oder andere Gelegenheit nochmal ergeben, dass ich Fragen von euch beantworte. Ihr könnt mir natürlich auch jederzeit Fragen rund ums Nähen schicken und ich werde dann auch versuchen, vielleicht das eine oder andere in einem meiner Videos unterzubringen. Viel Spaß noch bis dahin und ciao.